Hallo, wir sind die Klasse 5C und wollen euch heute den Klassenrat vorstellen. Der Klassenrat ist ein demokratisches Forum, wo Streitigkeiten, Belohnungen und andere Sachen geklärt werden, die die ganze Klasse betreffen. Rosa Liste. Die Rosa Liste ist dazu da, dass jedes Kind weiß, welchen Ämter er hat. Es gibt jede Woche eine neue Spalte mit neuen Ämterpersonen. Der Chef. Der Chef eröffnet als erst den Klassenrat. Dann guckt er, wie viele Murmeln sich die Klasse verdient hat. Anschließend sieht er nach, was wir in der letzten Woche geklärt haben und was nicht. Dann schaut er in die Box, was anliegend ist. Danach besprechen wir die Themen. Am Schluss beendet der Chef den Klassenrat. Der Zeitwächter. Der Zeitwächter muss alle 5 Minuten Bescheid sagen. Er darf reinrufen, dass sich die Klasse schon 5 Minuten mit dem Thema beschäftigt. Die Aufgabe des Regelwächters ist es, dass im Klassenrat die Regeln eingehalten werden. Sobald Kinder unerlaubt sprechen, bekommen sie einen Strich. Beim zweiten Strich muss man den Klassenrat für 5 Minuten verlassen. In dieser Zeit hat man keine Mitstimmrechte. Der Meldenlistenführer braucht ein Blatt Papier und einen Stift. Die Aufgabe des Meldenlistenführers ist es, die sich meldenden Kinder aufzurufen. Dafür schreibt er die Kinder auf das Blatt Papier. Sobald die Kinder gesprochen haben, streicht der Meldenlistenführer die Kinder von der Liste. Hiermit eröffne ich den Klassenrat am 19.06.2019. Was glaubt ihr, wie viele Murmeln haben wir verdient? Wir haben uns 5 gute Smileys, 3 mittlere Smileys und einen schlechten Smiley verdient. Pia? Ich denke, wir haben uns eine mittlere Murmel verdient. Lea? Eine große und eine kleine Murmel. Gibt es noch andere Vorschläge? Okay, dann stimmen wir jetzt ab. Es gibt einmal die Vorschläge eine große und eine kleine Murmel oder eine mittlere. Wer ist für eine große und eine kleine Murmel? Und wer ist für eine mittlere? Es wurde für die große und die kleine Murmel abgestimmt. Heute kann Tom die Murmel ins Murmelglas legen. Jetzt liest der Protokollant nochmal das Protokoll der letzten Woche vor. Anliegen 1 ist das Toilettenproblem. Die Lösung: jede Klasse hat eine Rolle in seinem Klassenraum. Anliegen 2: Sachen verschwinden. Lösung: alle Kinder suchen in ihren Sachen. In die Klassenratbox kommen Zettel mit Anliegen von Schülern. Es gibt ein Anliegen. John hat die Trinkflasche von Pia kaputt gemacht. John, Pia, dies betrifft nicht die ganze Klasse. Dieses Thema klärt ihr bitte zu zweit oder mit Hilfe des Klassensprechers. Hiermit eröffne ich den Klassenrat am 19.06.2019. Letztes Mal ist das Murmelglas voll geworden. Wir können uns eine Belohnung ausdenken. Wer hat Vorschläge? Pia? Wir könnten in das Jumphaus gehen. Tom? Wir könnten doch in den Tierpark gehen. Lea? Ich möchte lieber ins Kino. Jetzt stimmen wir ab. Zur Auswahl gibt es erstens, wir gehen in das Jumphaus, zweitens in den Tierpark oder drittens ins Kino. Wer ist dafür, dass wir ins Jumphaus gehen?
Wer ist dafür, dass wir in den Tierpark gehen? Und wer will ins Kino? Mit 5 Stimmen ist unsere Belohnung, dass wir ins Kino gehen. Juhu! Nicht reinrufen! Beim nächsten Mal entscheiden wir, welchen Film wir gucken. Hiermit schließe ich den Klassenrat am 19.06.2019.